Hey Leute, wir haben heute seit langer, langer Zeit mal wieder ein sehr spannendes Drogerie-Testvideo für uns. Ich habe nämlich echt sehr, sehr coole und neue Drogerieprodukte eingekauft. Es sind zum Teil Sommerprodukte, aber zum Teil auch einfach ganz normale Produkte, die sehr interessant aussahen. Unter anderem wird es um diesen Lippenstift gehen, den ich gerade schon trage. Und zwar stellt sich da doch direkt die Frage, ist das vielleicht das perfekte Dupe zu den Kylie Jenner Lip Kits oder zu allem beziehungsweise? Das werden wir gleich genau unter die Lupe nehmen und ich wünsche uns jetzt allen viel Spaß. Starten wir den Test mal mit einem Body Spray. Und zwar von Alverde das Papaya Bio Limette Body Spray. Ich hatte letzten Sommer schon mal sehr, sehr viele Body Sprays und habe die eigentlich sehr gerne gemocht. Und bisher habe ich noch keine benutzt. Und deswegen dachte ich mir, teste ich doch jetzt einfach mal dieses hier aus zwei Drogerie. Ja, und dann würde ich sagen, testen wir das Ganze einfach mal an meinem Arm. Oha! Oh, das riecht richtig gut. Allerdings hat es auch so ein bisschen was von so einem Anti-Insekten- oder Anti-Mücken-Spray. Aber es riecht echt gut. Und wenn das kein absolutes Sommerprodukt ist, weiß ich auch nicht. Und zwar ist es von Sundance das Selbstbräunungstuch für Gesicht und Körper. Da steht drauf, streifenfreie, gleichmäßige Bräune, einfache und präzise Anwendung. Ich könnte mir vorstellen, dass das durch so ein Tuch noch ein bisschen schwächer wird, die Bräune. Und vielleicht wirklich, wenn man so richtig in Eile ist oder wenn man wirklich das einfach vielleicht in den Urlaub mitnehmen will oder so. Also dann werden wir das Ganze hier mal auf meinem Arm ausprobieren. Was ich jetzt schon mal nicht so gut finde, ist, dass man ja jetzt überhaupt nichts Braunes sieht. Also das wird anscheinend erst nach einer Zeit braun und dementsprechend kann man dann auch Flecken gar nicht so richtig sehen. Oh, ich sehe gerade, hier steht, nach 2 bis 3 Stunden ist die Bräunung abgeschlossen. Naja, dann blende ich euch jetzt einfach hier mal ein, wie es nach 2 bis 3 Stunden aussah. So sieht das Ergebnis jetzt nach 3 bis 4 Stunden aus und dieser Arm soll der braunere sein. Ich finde schon, dass man, wenn man genau hinschaut, einen Unterschied merkt, aber jetzt nicht einen allzu krassen. Wobei ich sagen muss, wenn man das Tuch vielleicht noch ein bisschen länger drüber reibt oder auch noch ein zweites nimmt, dann kann man das Ergebnis auf jeden Fall verstärken. Von der Gleichmäßigkeit finde ich das Ergebnis auf jeden Fall sehr gut, also da kann man nichts sagen. Und dann kommen wir auch schon zu diesem coolen Schatz auf den Lippen, den ich gerade trage. Und zwar ist es gar kein Lippenstift, sondern es ist ein Lip Liner von Trend It Up aus dieser neuen DM-Marke. Also gut, so neu ist es auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist es so ein Contour and Glide Lip Liner. Das Tragegefühl ist super angenehm. Dann trocknet er die Lippen meiner Ansicht nach auch nicht aus. Er rutscht eigentlich nicht in die Fältchen aus, sondern man hat wirklich sehr, sehr trockene Lippen. Und ja, das war's eigentlich. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem. Und das Coole ist auch, dass man den hier rausdrehen kann. Das heißt, man muss ihn nicht anspitzen, was ich einen mega großen Pluspunkt finde. Und jetzt habe ich aber noch ein anderes cooles Lippenprodukt, was ich gerne mit euch ausprobieren will. Und zwar ist es von P2 aus der LE Sunshine a Goddess. Das ist ein Lipgloss. Wie ihr sehen könnt, hat er irgendwie noch so Goldpartikel drin. Und bevor ich den auftragen kann, muss ich den Lipliner auf jeden Fall erstmal entfernen. Oder? Ach nee, was ich mir gerade so denke, ich könnte mir das auch ganz cool vielleicht darüber vorstellen. Okay, er ist sehr dickflüssig, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Aber an sich sieht die Farbe eigentlich sehr ähnlich aus zum Lip Liner. Also irgendwie sieht das richtig gut passend aus, wenn ich ehrlich bin. Und wie findet ihr ihn? Also ich finde ihn auf jeden Fall im Spiel gerade sehr, sehr hübsch. Dann habe ich 2 neue EOS Lippenbalsams entdeckt und den musst du auch mitnehmen. Und zwar einmal ein gelber hier und der hat sogar Lichtschutz drin. Das finde ich echt ganz gut für die Lippen, denn wenn man schon einmal einen Sonnenbrand auf den Lippen hat, dann weiß man, das möchte man nicht nochmal haben. Oh ja, das riecht so nach Zitrone und das steht auch da drauf. Also es kommt dem Geruch, der auf der Verpackung steht, auf jeden Fall nah. Der riecht richtig schön fruchtig sommerlich. Und jetzt kommt mein kleiner Wackelkandidat, die Blaubeere. Okay. Es riecht etwas künstlich. Also mir sagt er jetzt nicht so hundertprozentig zu. Dann eine Bodylotion zum Sprühen von Duschdas. Duschdas, das ist irgendwie ein Zungenbrecher. Auf jeden Fall ist die Bodylotion, heißt die Spray and Go mit Honigmelonen und Jasminduft. Das steht auch neu drauf, wobei ich mich, glaube ich, erinnere, dass jemand die schon mal benutzt hat in einem Video. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall testen wir die. Also es ist auf jeden Fall richtig witzig. Mal gucken, wie sich jetzt die Bodylotion an sich anfühlt. Okay, die ist auf jeden Fall sehr, sehr flüssig. Obwohl, eigentlich merke ich jetzt schon, dass die einzieht und eigentlich auch ganz gut. Also ich finde, es ist echt eine coole Sache, vor allen Dingen so für unterwegs oder wenn es richtig, richtig schnell gehen muss, morgens oder so zum Beispiel auch. Und ja, ihr seht richtig, ich habe hier auch einen Duschschaum von Bilou und zwar habe ich jetzt hier Splashy Melon. Ich werde jetzt einfach mal den Geruchstest machen auf meinem Handrücken. Oh mein Gott. Boah, wie geil riecht das? Wie so ein Wassermelonen-Kaugummi, das könnte man sagen. Ich glaube, so riechen auch solche Kaugummis oder so. Aber es riecht richtig, richtig geil.
Und von Balea habe ich dann noch diesen Bodyfit Massagehandschuh gegen Zellulite, glaube ich, soll der sein. Allerdings steht das hier nicht explizit drauf. Hier steht einfach nur drauf für ein glattes Hautgefühl. Ich habe jetzt eigentlich keine Zellulite, aber ich habe so Wachstumsstreifen so ein bisschen an den Beinen irgendwie, finde ich persönlich. Wahrscheinlich fällt es sonst keinem auf, aber ihr versteht das bestimmt, oder? Bestimmt habt ihr auch so ein paar kleine Stellen, wo ihr nicht so ganz mit zufrieden seid. Und da dachte ich mir, wäre doch der mal ganz cool. Also so sieht der aus. Einfach so ein orangenes Ding. Ach so, da sind mehrere in der Packung. Ich dachte, das wäre jetzt so einer. Und da steht drauf, dass man zweimal am Tag mit diesem Handschuh die Körperregion so für 10 Minuten massieren soll. Und dann soll es auf jeden Fall schon eine deutliche Veränderung geben. Ah, okay. Also der hat so Noppen. Also an sich fühlt es sich jetzt ehrlich nicht schlecht an. Riecht auf jeden Fall gut. Irgendwie so Ginkgo steht da irgendwie drauf. Ja, kann man auf jeden Fall ausprobieren. Das waren jetzt erstmal alle Produkte für heute mit dem Drogerietest. Wenn ihr auch in Zukunft noch weiter solche Drogerietest-Videos sehen wollt, dann zeigt es mir auf jeden Fall jetzt mit einem Daumen nach oben fürs Video. Ich freue mich nämlich echt über jeden Daumen nach oben. Und dann sehe ich einfach, wie das so bei euch ankommt. Und kommentiert mir auf jeden Fall auch, welche Produkte ihr jetzt am coolsten fandet. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Außerdem verlinke ich euch hier am Rand noch meine zwei letzten Videos. Und zwar einmal hier oben mein letztes Comedy-Video. Das habt ihr auch so krass gefeiert. Da habe ich euch peinliche Situationen von Mädchen in der Schule demonstriert. Und hier unten kommt ihr zu einer Morgenroutine. Und zwar einer Sommerferien versus Schul-Edition. Da könnt ihr schon mal sehen, was euch in den Sommerferien erwartet. Alle Links zu den Videos findet ihr auch unten in der Infobox. Da könnt ihr drauf klicken, wenn ihr Bock habt. Und genauso auch meine Social-Media-Accounts. Ich heiße über LaurenCocoXO und auf Snapchat bin ich unter LaurenCocoXX zu finden. Ich hab euch lieb und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.